canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te vuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Okay, willkommen zum nächsten Tag auf Zypern. Ich nehme das jetzt nochmal auf, weil ich eben gemerkt habe, mein Gelaber habe ich ungefähr mit, Moment, so einem Zoom aufgenommen. Ich habe mich schon gefragt, warum das Bild so komisch aussieht. Dann mache ich das doch nochmal lieber so. Ja, ich stehe heute mal mitten an der Klippe am Meer abends. Die Sonne ist leider schon weg. Hier hinter mir sieht man noch ein paar Sonnenschirme, die stehen hier immer, gehören zu unserem Hotel. Was man übrigens auch hinter mir jetzt sieht. Ja, wir haben heute einen Offroad-Trip gemacht. Wir wurden in so einem, in so einem Land Rover durch die Gegend gefahren. War ganz schön holprig, aber das hat das Ganze auch mal spannend gemacht. Das werdet ihr sicherlich auch an den Videos sehen, dass das eine wackelige Angelegenheit manchmal war. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, selbstverständlich haben wir dann zwischendurch auch angehalten und irgendwelche Fotostops gemacht. Und ja, der eine mehr oder weniger wichtig, wie um einen schönen Ausblick zu fotografieren. Allerdings natürlich auch solche berüchtigte Sehenswürdigkeiten waren. So, zum Beispiel hatten wir dann als nächstes, oder als ersten richtigen Stopp. Als ersten Stopp die Avakas-Schlucht, wo wir durchgewandert sind. Ich weiß gar nicht, warum ich die da vergessen habe. Auf jeden Fall war das der erste Stopp und danach immer eine Nummer weiter. Die Eierschlucht. Der Grund, weil hier in dieser Gegend viele Tauben nisten, ja? Viele Vögel, besonders Tauben. Und die Einheimischen haben sie immer da, ist einer da oben. Und die haben hier einmal Eier geholt.
oder beziehungsweise Eier gestohlen von den Nester. Und da haben sie genannt die Avras-Schlucht. Und vom Avras ist zum Avakas geworden. Ja? Agamas. Wer war der Agamas? Agamas, nach der Legende, es waren hier gekommen, ja, nach dem Trojanischen Krieg. Ja. Viele erzählen auch, es gibt auch eine Vision, wo die erzählt, dass angeblich der Agamas der Sohn Aphrodite war. Ja. Aber 100% ist niemandem auch sicher, wo der Name Agamas kommt. Ja. Auf alle Fälle, hoffentlich, dass in den nächsten Mal, wenn sie wieder hier in Zypern kommen, dass die Agamas-Halbinsel noch immer ein Naturschutzgebiet ist. Weil die planen schon eine Straße, habe ich letztes Mal gehört, diese Straße, wo wir runtergekommen sind, bis zu der Beta der Aphrodite, planen schon eine Straße, asphaltierte Straße. Und können Sie sich mal vorstellen, wie das ausschaut. So. Als nächstes, als ersten richtigen Stopp, denke ich, die Schildkrötenbucht. Das ist so eine Schildkrötenbucht halt der einen Inselseite, wo die Meeresschildkröten immer hinkommen, um ihre Eier zu legen und auszubrüten oder ausbrüten zu lassen. Ja, allerdings ist jetzt nicht die Zeit dafür, deswegen hat man keine gesehen, weder Schildkröten noch Nester, aber ist ja halb so wild. Wir haben uns das trotzdem angeguckt, beziehungsweise haben in dem Restaurant da einen Schluck Wasser getrunken und so. Wusstet ihr übrigens, hat uns der Reiseleiter dort erzählt, wenn ich euch jetzt frage, wie viele Meeresschildkrötenarten gibt es auf der ganzen Welt? Manche Schätzungen da waren schon ein bisschen übertrieben. Vielleicht. Manche haben gesagt 1000, 2000, dann kamen welche mit 100, manche haben gesagt 35. Nein, es gibt wohl nur 7 Meeresschildkrötenarten. Und da an der Seite, an der Bucht, werden halt 2 von den Arten geschützt. Da kümmern sich Leute drum.
road, huh? Yes. But not very long. Ja, und dann müsst ihr euch vorstellen, sind wir da über Stock und Stein gefahren und dann die ganze Zeit ohne Musik in dem Auto und dann auf einmal steckt er seinen USB-Stick rein und ich glaube, dann hat er auch richtig Spaß gehabt, wenn das nämlich sein erster Song ist. Ich hoffe, YouTube verkackt mir das nicht. Queen mit Don't Stop Me Now. Stop me now. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Also here, you see, the best thing that this farmer could do and make some money out of his land, since it's a restricted area for development, was to plant the olives. See, no irrigation system, they don't need water, they don't need fertilizers, they don't need chemicals. Very easy tree and very profitable. Of course, if you water it, it grows faster, it produces more, but yeah. If you don't water it, like this one's here, you get less olives, less oil, but very tasty. Mm-hmm. In dieser Schildkrötenbucht sind wir dann zum nächsten Stopp gefahren und das war, denke ich, die Aphrodite-Quelle, also so eine kleine Wasserquelle, die aus dem Berg kommt und da soll wohl die Aphrodite drin gebadet haben. Ich glaube mit Adonis auch. Und ja, man sagt sich hier, wenn man sein Gesicht etwas mit dem Wasser davon beträufelt, merkt man 2 Wochen später, wie man sichtlich 10 Jahre jünger geworden ist. Meine Sonnenbrille ist übrigens da kurz reingefallen. Und ja, werde ich sehen, ob die dann in 2 Wochen vielleicht sich in Luft auflöst. Alte Leute vor. An die Fall.
Da. Du musst schon mit runter. Der letzte Stopp jedenfalls war dann, ach, wir hatten da, vor dem letzten Stopp haben wir noch Mittag gegessen. War halt an einem Restaurant, an einem Hafen. Habe ich natürlich jetzt nichts aufgenommen vom Essen. Aber egal. An dem Hafen oder 2-3 Minuten Fahrt weiter sind wir dann auf ein Boot gestiegen und wurden dann in die blaue Lagune gefahren, wo sie uns dann alle baden lassen haben. Ja, war eine schöne Bucht. Man konnte gut baden, fand ich. Sah auch alles gut aus. Hätte ich vielleicht auch die GoPro mitnehmen können. Gut, habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Allerdings, es gab auch keine Ahnung, warum das Video einfach ausgegangen ist. Jedenfalls ist nach der Bootstour dann auch das Video zu Ende für heute. Ich verabschiede mich schon mal. Ciao! Give your